Eine neue ETS2-Tour-Folge. Heute geht's nach Groningen. Los geht's, würde ich sagen, nach dem Intro. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen ETS2-Tour-Folge. Heute fahren wir nach Groningen in einem Scania S520 V8. Ich habe momentan mal wieder Bock, Scania zu fahren, deswegen fahre ich Scania. Wir stehen momentan in Antwerpen und müssen jetzt erstmal laden fahren. Ich bin endlich mal wieder, aber ich bin heute mal wieder auf der Promotswip unterwegs. Ich habe einfach mal Bock, wieder ein bisschen international zu fahren. Ich bin die letzte Zeit genug auf der Heilbronn-Map rumgefahren und ich finde, man kann einfach mal wieder ein bisschen international fahren und das macht halt mit dem V8 hier richtig Bock. Ja, ich würde sagen, wir fahren mal los. Ich hoffe, soundmäßig klappt das. Ich regel es nochmal ein bisschen runter. Ich habe ein V8 Soundmod drin. Ich gehe in die Grafik. Ich bin auch ein echter Held. Ich mache die ganze Lautstärke mal ein bisschen weiter runter. So. Das dürfte passen. Das dürfte soweit passen. Ah, ein bisschen leiser. Ah, da kann ich den Motor auch einfach leiser machen. So. Und so. So, das dürfte jetzt aber gehen. Einfach mal einen kleinen Test. Ja, das passt. Ich habe einen V8 Soundmod drin. Das ist der vom Kriechbaum. Überarbeitet vom Max. Ich werde den Link mal in die Videobeschreibung packen. Der ist echt nicht schlecht. Und der überarbeitet hat halt von der vorherigen Version hat er den V8 Sound ein bisschen bearbeitet. Eigene Sounds reingebracht und so. Und hat auch den V8 Sound für die 1.37 konvertiert. Und das ist meiner Meinung nach der erste V8 Sound, Stock V8 Sound, also ohne Open Pipe oder sowas, der echt spielbar ist für die 1.37. Würde ich mal sagen, wir fahren los. Licht an. Ich hoffe, dass wenn ich bei der Firma ankomme, dass der Auftrag noch da ist. Der lässt mich, die beiden lassen mich. Biegen Sie links ab. Dann fahren wir mal an. Jo, wir haben es heute Montag. Wir haben es jetzt 23.04 Uhr in echt. Ich habe mir gedacht, ich kann ja eigentlich noch mal ein paar Videos machen. Fahren, so viel ich weiß, holen wir gleich 20 Tonnen Getränke und dann werden wir mal ein bisschen durch Holland kutschieren. Durch die Niederlande. Ich sage immer Holland, es tut mir leid. Es tut mir ja leid. Ich fahre schon wieder viel zu schnell. Hier sind 90 erlaubt, okay. Biegen Sie links ab. Ich hoffe, es geht euch soweit. Ich hoffe, es geht euch soweit allen ganz gut. Ich hoffe. Na, nee. Wir fahren auch das, was ich will. Ich bin ab übermorgen Nachmittag für ein paar Tage weg. Wo soll es auch anders sein? Ich fahre in die Niederlande. Wie fahre ich eigentlich dran? Ich bin komplett müde. Man könnte denken, ich habe was gesoffen. Ich habe aber noch keinen Naschi-Naschi heute gemacht. Oh, da bin ich ans Nickerchen gekommen.
Ach ja. Dann laden wir mal. Ja, ich fahre nach in die Niederlande. Einfach mal den Brückentag auch genießen. Auch wenn da oben jetzt auch nicht geiles Wetter ist. Aber einfach mal raus hier aus der Ecke. Biegen Sie rechts ab. Abbiegen links vor Ihnen. Biegen Sie links ab. Wie weit haben wir es? 348 Kilometer. Wie man hört, ist fahre ich hier sehr rasant, deswegen fliegt auch alles in der Kabine rum. Also, das ist etwas, was mir in der neuen Version auf jeden Fall gut gefällt. Da war ich etwas flott. Ja. Fahren halt mal rasant heute. Links bleiben. Amsterdam, Rotterdam. Ergibt Sinn. Oh. Alter. Da sind wir auch schon gleich in den Niederlanden. Juhu! So, was soll das denn jetzt sagen? Darf ich jetzt hier LKW überholen oder nicht? Wo sind die Belgien-Experten von euch? Schreibt es in die Kommentare. Was soll mir dieses Schild sagen? Weil die haben ja auch richtige Überholverbotsschilder. Also soll das jetzt heißen, ab hier dürfen wir wieder überholen oder was? Oh, Entschuldigung. Rotterdam, Rosendahl, Breda. Rechts geht nach Tilburg, Utrecht und Breda Ost. Ja, Dick. Rotterdam. Ja. Oh, da qualmt was. Autofahren in den Niederlanden ist übrigens entspannt. Die haben eine Tempobegrenzung von, ich meine, 130, wobei die, glaube ich, jetzt am Tag überall 110 haben.
Und meist kannst du eh nicht mehr als 100 oder 110 fahren, von daher brauchst du, und da halten sich auch alle dran, deswegen ist das eigentlich recht entspannt. Wenn du aber 120 fährst, da fühlst du dich wie ein Raser. Das ist echt ein krasser Unterschied. Wenn man den Versuch startet, in Deutschland einfach mal mit 100 über die Autobahn zu fahren, es knallen alle an dir vorbei, du denkst, du stehst. Bleiben Sie rechts, dann und hier ist das völlig normal, fährst du 100, schwimmst im Verkehr mit und das ist richtig cool, das ist richtig angenehm. Jetzt sind wir in Rotterdam. In Rotterdam war ich auch. Und da war das so schweineheiß. Das war nicht schön. Aber wo ich da war, war das nicht so leer hier. Hock von Holland. Herrenis. Macht man das eher weg. Ja. Benelux-Tunnel. Das Blubbern, also ich liebe dieses Blubbern vom dem Vorort. Es ist einfach so, ich liebe den komplett. Es gibt nichts, was ich mir lieber anhöre, gefühlt. Ja, die Niederlande. Ist ein schönes Land, finde ich. Nette Leute. Und gutes Essen. Amsterdam, da war ich auch. Amsterdam werde ich am Mittwoch wieder vorbeifahren wohl. Oh, Baustelle. Was ist denn da los? Nö, keine Baustelle. Ich glaube, die Niederländer sehen das nicht gerne, wenn man zu schnell fährt. Ich habe aber auch nicht viele Blitzer gesehen. Ich habe vielleicht in der Woche, wo ich da oben war, 2, 3 Blitzer gesehen. Mache ich. Haarlem. Was gibt's hier noch? Haarlem, München, Zahnstadt. Ich muss Niederländisch lernen, auf jeden Fall. So ein paar Wörter kann ich wohl, aber nicht alles. Osnabrück, Keulen. Nein, echt ist das aber nicht zweispurig. Wird nicht irgendwo einspurig. Nach Amsterdam hin waren es, meine ich, beidseitig 5 Spuren. Wenn ich mich recht entsinne. Beidseitig 5 Spuren. Und das Lustige ist einfach, die erste, zweite, dritte sind voll. Also sind wirklich voll. Und vierte sind ein paar Autos und die fünfte ist komplett leer. Ja. Das ist äußerst interessant gewesen. Wenn man das für deutsche Verhältnisse sieht, da kennt man das nicht.
Ja. Auch wenn das Wetter da oben momentan nicht so schön ist, zumindest da, wo ich hinfahre, hoffe ich einfach mal, dass ich ein paar Tage abschalten kann. Einfach mal entspannen, einfach mal das vergessen, was hier so ist. Utrecht, Zwolle, Hovelaken. Richtung Zwolle wollen wir. Aber was ich machen werde, höchstwahrscheinlich ist, wenn ich hochfahre, ich fahre erstmal Maßkante vorbei. Ja, Maßkante. Jeder, der New Kids kennt, dem wird das was sagen. Maaskantje ist in Brabant und das ist, glaube ich, würde ich sagen, so nördlich von Eindhoven. Und da gibt es einen Imbiss. Und der ist gut. Und dieser Imbiss ist, würde ich mal sagen, weltweit bekannt. Und deswegen gehe ich dahin. Da war ich schon, der war gut. Das war recht günstig, das Essen. Und es war gut. Und freundlich waren die Leute. Die Frau, da war eine Frau drin, in dem Moment, wo ich da war. Die war recht freundlich. Und da komme ich natürlich gerne wieder hin. Zwolle Süd. Zwolle Süd. Guck mal. Einfach rausziehen. In Holland, also in Niederlande sind natürlich auch die Autos sehr schön, also die LKW. Da haben sogar die Traktoren Bordüre drin. Habe ich gesehen. Habe ich einen Traktor gesehen, der hat Bordüre drin gehabt. Ich fand das äußerst amüsant. Das ist auch was, worauf ich mich freue, wenn ich am Mittwoch hochfahre. Schöne LKW sehen. Es gibt nichts Schöneres, als schöne LKW zu sehen. Scheiß auf Frauen. LKW sind schöner. IKEA. Will einer Möbel kaufen? Dann geht zu IKEA. Da hat letztens einer ist sich wohl einen Streich erlaubt, ich weiß nicht, wo das war, und hat einfach falsche Aufkleber auf den Boden geklebt, wo die Leute rumlaufen sollen. Und der Pfeil hat ins Nichts geführt. Ach ja. Ich finde solche Läden nicht schön. Es gibt in den Niederlanden auch einen Laden, der heißt HEMA. Also jetzt keine Schleichwerbung oder sowas. Aber der heißt HEMA. Und der ist so ein bisschen komisch, der Laden. Und da kommst du rein, da denkst du, das ist so von der Machart, würde ich sagen, so ein bisschen wie IKEA. Aber auch, hat auch was von H&M. Und da, wo ich war, das war, wo ich die Woche war im Urlaub. Da war das ganz komisch. Ich bin da reingegangen in den Laden und ich habe überall Klamotten gesehen. Auf einmal roch ich Wurst. Und gucke an die Kasse, da ist da ein Wurststand. Und ich habe mir gedacht, was ist da denn los? Das ist ein komischer Laden.
Und dann durfte ich das in jedem HEMA-Laden, also ich war nicht in vielen drin, in Amsterdam oder in Rotterdam. In einer von den beiden Städten war ich auf jeden Fall nochmal auch in den HEMA. Und da war das auch. Da war auf einmal Wurst. Das war äußerst skurril. Was ist denn da los jetzt? Die Pause machen oder was? Ich hab daheim Pause machen. Fallen mir die Kopfhörer fast runter, das ist nicht gut. Dann biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab. So, in Groningen war ich übrigens nicht. Sie links. Ja, ich habe das Ziel erreicht. Der vorne kann bremsen. Er wechselt schon die Spur. Er kann bremsen. Und da haben wir schon das Ziel erreicht. Das ist unfassbar. Drück wieder alle Knöpfe, nur nicht die, die ich soll. So. Einmal abladen. Na, muss ich jetzt auf Fahren klicken. Na gut, Leute. Ich würde sagen, für das Video war es dann auch schon wieder. Wir haben die Tour erfolgreich abgeliefert. Wir sind die Helden der Straße. Das ist unfassbar. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seht euch beim nächsten... Ihr seht euch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch was. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ne? Oh Mann, dieses scheiß Mikrofon, Alter.